Herzlich willkommen zu Where Am I, einem neuen Horror-Indie-Game von dem Original Slendermacher. An meiner Seite der Winnie. Hallo. Ernsthaft jetzt, Winnie. Ja, begrüß deine Abonnenten mal einmal ernsthaft. Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Test. Hier ist euer Winnie von MS Gamer TV. Sehr gut, geht ja. So. Wir laufen. Und laufen in einen Raum. Ja, immer weiter. Und der nächste Raum sieht genauso aus wie der Raum davor. Es ist natürlich wieder mit... Ja, die Tapetenwände sollen einen irritieren, glaube ich. Es ist, hat sich jetzt gerade verschoben, der Raum, irgendwie. Es waren noch zwei Türen, eine wo ich kam und eine wo ich hinkam. Also gut, dann gehen wir jetzt hier hin. Die wollen mich verarschen, oder? Lauf doch einfach mal den Gang entlang und dreh dich nicht immer so rum, dann wirst du auch nicht verwirrt. Alles klar. Ja, in jedem Raum gibt's halt eine Lampe, die für ein bisschen Beleuchtung sorgt. Und sonst gibt's nichts in den Räumen, keine Besonderheiten. Gar nichts. Kein Tisch, kein Stuhl, kein Bett, kein Schrank. Kein Zettel, kein Stift. Kein Dreck auf dem Boden. Gar nichts. Kein Blut. Ja, mal sehen, was uns... Nein! Oh Gott. Die wollen mich schon wieder umgedreht. Ja, die wollen mich doch wohl verarschen. Es fängt schon wieder langsam an zu flackern. Weil das von dem Original Slendermacher ist, hoffe ich nicht, dass es so ein Slender-Abklatsch ist und dass wir gleich einen netten Besuch bekommen. Ja, hier. Yep. Die wollen mich, glaube ich, verarschen. Aber wenn man mal genau überlegt, das Spiel heißt Who Am I, ne? Where Am I? Wo bin ich? Nicht, nicht wer bin ich, sondern wo bin ich? Where am I? Where am I? Wo bin ich? Weiß nicht, where I am. Where I am, ja. Wieso ist es denn where am I? Where I am. Ich habe mich versprochen gehört. Ja, aber das Spiel, ich meine, das hieß Where Am I? Das ist ja noch nicht mal richtiges grammatikalisches Englisch. Naja, das soll uns jetzt nicht stören. Wir sollen hier auf jeden Fall einfach durch Gänge laufen. Lang durchgehen. Ja, und da das wieder länger dauert, können wir auch ein bisschen Off-Topic machen. Also, was wir dazu noch ankündigen können. Wir werden auf jeden Fall Planetside spielen. Ja. Und werden eventuell auch Videos davon hochladen, wenn es von der Aufnahme her geht. Also ihr könnt schon mal drauf freuen. Wir werden dazu noch mehr erzählen, sobald wir die Möglichkeit haben. Ansonsten ist Release und dann wird sich alles entscheiden, ob wir Videos davon machen, ob wir es wirklich über längere Zeit zocken werden. Und ja, ich freue mich eigentlich ganz schön auf das Spiel. Weil es war sehr gut, was ich jetzt schon so von der Beta gesehen habe. Und ich bin natürlich auch mit dabei. Also ich habe mir das Spiel auch schon ein bisschen angeguckt. Also Videos, mäßig Trailer, Gameplays. Und deshalb werde ich mich da anschließen. Und wenn es mit der Aufnahme geht, wenn das Internet alles handeln könnt, könnt ihr uns dann da zusammen spielen sehen. Und wir werden alles von Anfang an mit euch machen. Was heißt, wir werden keine Voraufnahmen machen. Wir werden nur gucken, ob es geht von der Grafik. Wenn es geht von der Grafik, werdet ihr alle ersten Schritte bei uns direkt sehen. Das heißt, wir gehen als absolute Noobs da rein und können gar nichts. Das heißt, ihr werdet uns von Anfang an verfolgen können. Könnt euch auch mal freuen. Da könnt ihr auch mal sehen, wie man so aufsteigt und alles. Und wir werden dann alles mal so kennenlernen. Und ihr könnt uns da auch helfen, wenn ihr euch auskennt. Und also, wir starten da blind rein und werden dann alles herausfinden. Ja, und ich sehe gerade gar nichts mehr. Das war. Ja, und dieser komische Soundabsturz ja. Hat das Ende hervorgerufen.
Ja, gut, ein Fazit. Ich weiß nicht, wie lange es noch on ist, deswegen werden wir das vielleicht nachschieben, das Fazit. Ne, es ist noch on. Die Aufnahme läuft noch. Ja, wer weiß, ob das in einer Sekunde vielleicht rausgeht, aber was können wir dazu sagen? Gruselig war es nicht. Es war einfach mal nett durchzulaufen, aber es gab keine richtigen Schockeffekte, deswegen. Ja, das war Where Am I? Jetzt habt ihr es mal gesehen, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Und ja, was ich dazu sagen kann, das muss man muss jetzt wirklich keinen Speicherplatz dafür verwenden. Wenn ich mal spielen wollte, könnt ihr es ja runterladen und danach wieder runterschmeißen, aber jetzt insgesamt war Weil es was jetzt man nicht so. sagen kann, ist, da steht ja Created by Mark G. Hadley oder irgendwie so. Ja, der hat das an einem Nachmittag runtergerasselt, das Spiel. Ja, eben, also ich glaube, da denkt man auch, da kann man jetzt auch nicht so viel von erwarten, wenn das jetzt einer alleine macht Und und man. dann an einem Nachmittag, ja. Und Ich denke mal, da ist noch viel Verbesserung drin. Also er hat vielleicht jetzt erstmal nur quasi so eine Open Beta gemacht mit diesem Spiel und wird das halt dann noch verbessern mit Updates und dann wird es vielleicht ja, endlich mal ein Horrorfaktor. haben einen größeren zumindest. Ja. Und ja, so viel zu Where Am I? Was gibt's jetzt noch zu PlanetSide zu sagen? Wie gesagt, wir werden da mal gucken, ob wir es aufnehmen können, ob es funktioniert. Wenn ja, werdet ihr das vorher nochmal in einem anderen Video hören, dass wir es wirklich machen. Und wenn nicht, werdet ihr das natürlich auch von uns hören, wenn wir das Projekt sozusagen absagen müssen. Also wenn wir es zwar spielen und aber nicht aufnehmen können, weil das Internet das nicht verkraftet oder auf sonstige Weise, dann werdet ihr das auch von uns noch hören. Und ansonsten verabschiede ich mich jetzt hier. Ja, ich denke mal, wir werden zu dem neuen Projekt dann auch nochmal ein extra Video machen, so Informationen geben und Ja. so. Und deshalb war es das jetzt auch schon wieder von diesem Spiel. Ja, ihr könnt es euch gerne runterladen, ausprobieren und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Macht's gut, Leute, und bis zum nächsten Mal. Bis dann.